Ja, hallo Leute, hier ist wieder der Loa Coach. Ich möchte mich heute dem Thema Partnerschaft annähern. Und möchte dazu gleich am Anfang sagen, dass nahezu alle Menschen auf der Welt Liebe an der falschen Stelle suchen. Das wird von Generation zu Generation weitergeben, dieses Dilemma, dass sie Liebe im Außen suchen, beim Partner, in der Gemeinschaft, im Staatsgefüge, in der Familie. Sehr oft bekommt man da keine wirkliche Liebe. Diese Liebe in vielen Partnerschaften, Gemeinschaften und Familien und Staatsgefügen ist eigentlich eine bedingte Liebe, die sagt, benimm dich so und so, handle nach diesen Regeln, halte dich an diesen unseren Gesetzen, halte dich an diesen Traditionen, dann lieben wir dich. Weichst du von unseren Regeln ab, dann verachten wir dich, bestrafen dich. Das ist ein Riesendilemma auf der Welt. Das ist keine Liebe, das ist keine wahre Liebe. Darum rate ich jeden ab, in dieser verwirrten Welt die Liebe im Außen zu suchen. Ich rate immer davon ab, die Liebe im Außen zu suchen. Die bedingungslose Liebe, die immer für dich da ist, kannst du nur in dir drinnen finden. Niemand im Außen, auch wenn er dich noch so gern hat, kann dich immer lieben, kann dir immer bedingungslose Liebe geben. Das geht nicht. Niemand ist immer in dieser Schwingung zu lieben. Darum suche erst gar nicht im Außen nach dieser Liebe. Beginne jetzt in deinem Inneren nach dieser Wertschätzung und bedingungslosen Liebe zu suchen und du wirst sie finden. Und wenn du diese bedingungslose Liebe aus dir rauslässt und zuerst dich bedingungslos lieben kannst, dann kannst du auch deine Mitmenschen bedingungslos lieben. Das ist enorm wichtig. Suche nicht im Außen nach dieser bedingungslosen Liebe. Niemand hat die Möglichkeit, dich bedingungslos zu lieben, rund um die Uhr. Jeder Mensch hat auch andere Träume und andere Regeln und andere Ziele. Was man zu einem Partner sagen kann, hey, ich mag dich, lass uns schauen, wie weit wir zusammen Spaß haben können. Monate, Jahre, Jahrzehnte. Lass uns schauen, wie sehr wir selbst in der Frequenz der Liebe bleiben können und Liebe zum Partner geben können. Lass uns schauen, wie weit wir kommen. Lass uns Spaß haben.
Das schönste Gefühl auf der Welt ist ja nicht, geliebt zu werden, was viele Menschen glauben. Das schönste Gefühl auf der Welt ist bedingungslose Liebe geben. In diesem Fluss bedingungsloser Liebe zu schwimmen, ist das schönste Gefühl auf der Welt. Und das findest du in dir selbst. Versuche es nicht im Außen zu bekommen. Achte darauf, ob du in diesem Liebesfluss drinnen bist, ob du dich auf die positiven Dinge an dir selbst, an deinem Partner und in deiner Gemeinschaft fokussierst. Du bist ein einzigartiges Wesen, du musst dich nicht an irgendjemanden anpassen, an Regeln und Traditionen und Gesetzen, darum geht es nicht. Du tust niemandem etwas Gutes, wenn du dich nach dieser bedingten Liebe orientierst. Du hilfst deiner Umwelt eigentlich gar nicht. Wenn jetzt jemand sagt, ja, du musst diese Schule besuchen, du musst diesen Beruf erlernen, du musst diesen Partner heiraten, du musst dieser Religion angehören, du musst das denken und diese Weisheiten annehmen, du musst gar nichts. Du bist ein einzigartiges Wesen, das seinen eigenen Träumen folgt. Und du findest einzigartige Wesen, die auch ihren Träumen folgen. Also was soll's? Du musst dich nicht irgendwelchen Regeln unterwerfen. Jeder Mensch ist von Natur her frei. Du bist der beste Partner, wenn du bedingungslos liebst. Und wenn du weißt, wie du in dieser bedingungslosen Liebe bleiben kannst. Und wenn du rauskommst aus dieser bedingungslosen Liebe, wie du wieder reinkommen kannst. Das ist sehr wichtig. Weil oft beginnen ja Beziehungen mit dieser bedingungslosen Liebe. Also das ist diese obligate rosa Brille, die man in den ersten Wochen auf hat. Und nur die positiven Dinge im Partner sieht. Aber diese rosa Brille kann man beibehalten, das kann man lernen beizubehalten. Bleibe in diesem Liebesfluss, in dem bedingungslosen Liebesfluss. Du musst da nicht rausgehen, du musst dich da nicht raus fokussieren. Im Grunde musst du nicht nach dem idealen Partner auf der Welt suchen, wie eine Nadel im Heuhaufen. Wenn du selbst der ideale Partner bist, kannst du nahezu mit jedem Menschen auf der Welt eine Liebesbeziehung beginnen und aufrechterhalten, indem du diesen Liebesfluss an deinen Partner weitergibst, indem du dich auf die positiven Dinge an deinem Partner fokussierst. Und wenn er 100 negative Dinge hat, dein Partner, und nur ein positives, und du fokussierst dich auf dieses positive Ding an deinem Partner, dann wird es mehr und mehr, dann wird es wie ein kleines Pflänzchen wachsen und zu einem großen Baum werden mit lauter Herzen drauf. Entscheidend ist dein eigener Fokus und dass du selbst in diesem bedingungslosen Liebesfluss bleibst. Und dazu ist es wichtig, dass du diese Liebe, diese bedingungslose Liebe in dir selbst, dass du dich dafür in dir selbst öffnest, dass du zuerst dich selbst liebst. Es gibt so ein Sprichwort, wer sich nicht selbst liebt, kann auch niemand anderen lieben. Und das stimmt wirklich so. Achte darauf, dich selbst wertzuschätzen, dir selbst Gutes zu tun, deinen Träumen zu folgen, dann
und lass dich nicht abbringen, nicht mal von deinem Partner, deinen Träumen zu folgen. Es tut niemandem gut, du bist dann böse auf deinen Partner, wenn du irgendwelche Kompromisse eingehst. Du musst überhaupt keine Kompromisse eingehen. Liebe bedingungslos und folge deinen Träumen und schau, wie lange ihr zusammen glücklich seid. Ihr müsst nicht dieselben Ansichten haben, ihr müsst nicht mal dieselbe Religion haben oder ihr müsst nur ein paar Dinge haben, wo ihr gern zusammen seid, wo ihr Spaß habt, wo ihr euch einig seid an manchen Dingen, aber sonst, wir sind freie Wesen. Dieses, bis dass der Tod euch scheidet, zusammen sein, das ist ein Horror. Das sollte man nicht machen. Diese Schwüre, diese Eheschwüre sollte man nicht eingehen. Viel eher sollte man sagen, hey, ich hab dich gern, lass uns schauen, wie weit wir zusammen glücklich sind. Entscheidend ist, dass ich selbst Verantwortung für meine Liebesfähigkeit übernehme und nicht ständig zum Partner sage, hey, du liebst mich nicht, das gefällt mir nicht an dir und das und das und das und das schaukelt sich hoch und das schauen wir uns an, die Beziehung die meisten Beziehungen gehen zu Brüche. Warum? Weil die Leute die Liebe beim Partner suchen, statt in ihrer eigenen Quelle. Sei Liebe und gebe Liebe. Du bist immer am richtigen Weg. Im Grunde muss es dir völlig egal sein, was dein Partner über dich denkt, weil das hast du nicht unter Kontrolle. Was du unter Kontrolle hast, ist, was du über deinen Partner und deine Umwelt denkst. Es gibt so einen Spruch, wenn du wissen willst, was deine Mitmenschen über dich denken, dann frage dich selbst, was du über deine Mitmenschen denkst, und dir wird die Antwort zuteil. Beachte, was du selbst ausschwingst. Denn dein Partner und deine Umwelt spiegeln dir eigentlich deine eigenen Vibrations wider. Und deine eigenen Vibrations kannst du lernen zu steuern. Dann bist du wirklich frei und im Liebesfluss. Dort, wo du eigentlich sein willst. Sehr gerne coache ich dich oder euch, wenn du gerade in einer Partnerschaft bist oder wenn du gerade solo bist und auf der Suche nach einer neuen Partnerschaft, coache ich dich gerne und helfe dir wieder mehr in die Freude und Liebesfähigkeit zu gelangen. Suche die Liebe nicht woanders, suche sie in dir selbst. Dann wirst du begehrt sein auf der ganzen Welt. Ciao.